So Leute, willkommen zurück hier auf dieser wunderschönen Wasserroute. Ja, wir sprechen so Englisch. Das ist ja so wunderschön. Und das Relaxo. Verbinden wir diese beiden Hälften, indem wir ihn besiegen oder fangen. Was mir letztes Mal ja nicht gelungen ist, also. Ja, aber Spieler, wir müssen ja wieder als Adapter. Kokoflöte spielen, ich glaube, ja, habe ich auch. Ja. Ich hab schon gedacht, ich hätte die abgelegt, das wäre furchtbar. Hätte ich wieder schneiden müssen und ihr wisst ja. Und ich habe immer noch die Honigschnute, was auch immer, auf Pokémon Online und muss wieder mit dem chatten. Ja. Was? Jetzt habe ich mich so auf den Chat konzentriert, dass Relaxo. Oh Mann. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Oh ja, so schönes Gehen und läuft in die Berge zurück. Ja. Danke für nix, kann ich nur sagen. Danke für nix. So, Prismania City. Wir haben es jetzt geschafft. Ich möchte nicht mehr auf dieser Route sein. Ich hasse diese Route. Übrigens, ich habe mir gerade mein Eragon-Buch gegen den Kopf gehauen. Es hat sich nicht verletzt, weil es war ein Taschenbuch. Ja. Es fordert mich schon wieder einer raus, die Kleinen. Naja, ablehnen. So geheilt sind wir. Und langsam nähern wir uns dem nervigsten Gebäude im gesamten Spiel. Ich bin von der Toasten. Hast ein Getränk? Danke. Puh. Es ist so heiß. Obwohl es Herbst ist. Ja. Also. Danke. Ich gebe meinen anderen beiden Kollegen etwas davon ab. Ja. So sind wir in Safronia City. Hier wird ein Bahnhof stehen. Pokémon Gold und Silber. Ich werde übrigens Pokémon Gold jetzt playen und da wo wir jetzt hingehen, wir können in die Arena noch nicht rein, wir gehen jetzt in die Small Arena. Ja, und hier spawnen solche Trainer einfach das Spawnen. Ja, lieber spawnen. Dieser Storm ist schon wieder aufgedacht, dieser. Weiß nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Menki! Der Affe! Oh, ein Stortmensch! Sie glauben wohl nicht, dass wir ein wenig zu altmodisch lachen. Bald erreichen eine wunderschöne Zahl, die im Namen der besten Konsole aller Zeiten steht, laut vieler Meinungen. Und selbst das hier ist, ja. Erstens ein übertriebenes Sprite, zweitens sind wir zweimal so stark, ja. Und Level 64, gerade habe ich es erwähnt. Jetzt haben wir das Glück auf unserer Seite, solange wir diesen Level haben. All meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich bin zweimal so stark wie der.
wie dieser Vertreter der Kampfsportler. Ja, 1000 XP. Ja. Und da ist der Master of Disaster und da bekommen wir nämlich schon zwei Pokémon ab. Oder eins von zweien. Ja, das ist halt eine Mini-Arena, um halt ein bisschen gegen Kampftypen zu trainieren. Übrigens, eine Kampf-Pokémon-Arena gibt es in diesem Spiel nicht und ja, ich find's gut. Ich hab vorher, als ich relaxed bis ich hab erst einmal was gesucht und dann hab ich was gefunden. Um zum Kopf draufhauen. Ich hätte auch ein Kissen nehmen können, aber das hat keine guten Soundgeräusche gemacht. Ich hätte auch was verbrennen können, aber ich habe momentan kein Feuer hier liegen. Oder ich hätte mit meiner Wii selbst Gespräche geführt und was weiß ich. Ich hoffe übrigens, ihr könnt alles gut sehen, weil es wäre dumm, wenn ihr jetzt einen schlechten, einen qualitativ schlechten Ding habt. Einen qualitativ schlechten Part habe. Ja genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Das ist es. So, willkommen, ich bin der Karate-Meister, ich leite diese Pokémon-Arena, du forderst mich heraus, also gut, ich kenne keine Gnade. Los geht's, let's go. Ach, vergiss es, ich mache jetzt keine Soundgeräusche und er hat nur Kikli. Und Kikli und Lockjung. Ich wähle übrigens immer Kikli. Kikli sieht irgendwie immer cooler aus. Kikli ist halt mal cool. Und manchmal auch nicht. Okay, das stimmt jetzt eher weniger. Aber es ist so. Gewöhnt euch mit diesem Gedanken. Ja. Und jetzt her mit dem Pokémon. Ah, ich wurde geschlagen, ja. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von den beiden aus. Ja, kick die. Aber ich denke auch mal das kurz das andere. Und das hier ist das Nokchang. Nein, ich möchte den hier. Ich möchte jemanden, der hart zutritt. Ja. Wir können es sogar im Team aufnehmen und es ist sogar nicht mal so schlecht. Und ich nenne ihn... Ich nenne ihn mal Mantis, auch wenn es nicht so gut passt. Ist mir ja egal. Ja, der schlechte Effekt kommt darauf, dass ich den Gameboy kurz weggelegt habe. Mantis. So, und das andere, das bleibt hier. So. Trotzdem können wir uns nicht daran erinnern, denn so ein Rocket versperrt den Weg. Ja, ich sag persönlich, Safronia City ist die Hauptstadt von Kanto. Auch wenn es so eine Hauptstadt eigentlich gar nicht gibt in Pokémon. Und jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alle Orte in Pokémon. Fast alle, es fehlt uns noch ein einziger Ort. Falsch, das ist kein Pokémon Center, Verflucht. So. Also wie gesagt, eine riesige Stadt, die mitten in Kanto liegt. Ja.
Und dieses Gebäude hier ist die Silipco, das absolut schlimmste, was es auf der Welt gibt. Ach, ich halte ein Nickerchen, ja. Und wir können jetzt schon mal beginnen, dieses Gebäude zu betreten. Gut. Ja. Zuerst einmal möchte ich euch noch kurz mal sagen, das hier, also das Silifco-Gebäude, mag zwar am Anfang noch gar nichts aussehen im ersten Stock, aber Leute, guckt euch das mal an. Wir haben eine Auswahl von 11 Stockwerken. Und das hier ist laut meiner Meinung nach das bisher schwierigste Pokémon, das bisher schwierigste Pokémon-Dungeon überhaupt. Das hier kann man eigentlich vergleichen mit dem Zelda-Dungeon, das ist wirklich so. Laut meiner Meinung nach. Ja. Weil einfach es hier so viele Trainer gibt, man nicht weiß, wo man hin muss. Es ist einfach nur furchtbar. Und ich denke mal, dass dieses bösartige Gebäude 5 Parts fressen wird. Ja, das ist eigentlich unvermeidlich. Ja. Es ist einfach nur furchtbar. Unfair. Nicht nur das, es ist einfach alles. Und immer wenn man glaubt, man hat es geschafft, kommt wieder was Nervtötendes. Ja. Ich würde natürlich auch hier vornehmen, alle Trainer zu besiegen, auch wenn das extrem nervtötend ist. Aber so ist halt nun mal der Job eines guten Let's Players. Und um diesem Job gleichberechtigt zu werden, muss ich halt es nun mal schaffen, diese Qual zu überstehen und euch Unterhaltung zu zeigen, die, ja, wie soll ich sagen? Ich habe theoretisch schon alles erklärt. Also wie gesagt, die Musik, die ist wirklich nicht schlecht, aber es ist wirklich furchtbar. Und in Pokémon Feuerrot und Blattgrün ist es nicht leichter. Es ist genauso schwierig. Also es wurde nicht schwieriger gemacht, dass es 20 anstatt 10 gibt, 10 Stockwerke gibt. Es wäre noch furchtbarer. Nein, es bleibt dasselbe Schrott. Das ist doch einfach furchtbar unnötig, denn ich meine, wer geistert. Also ich bin mir sicher, dass dieses Gebäude sicherlich 1 bis 2 Stunden fressen wird. Also, mit meiner Erfahrung aus. Ja, der Part, der endet bald wieder. Das ist doch nicht möglich. So, jetzt ist der Computer erstmal ein bisschen abgeturnt. Ich bin übrigens gerade auf meinem Kanal. LOL. Lachen ohne Laut. Ja. Ja, das wird auch der letzte Kampf für den Part werden. Ich möchte halt nur ein bisschen schnell anfangen, damit es dann im Nachhinein etwas leichter wird. Ja. Ich möchte mich halt schon mal ein bisschen herunterarbeiten. Das könnt ihr doch alle sicherlich verstehen. Ja Leute, das war's dann mit diesem Part hier. Pokémon Rot
Ja, und hier haben wir schon den ersten Teleporter. Die werden auch eine Rolle spielen. Ja, theoretisch ist alles gemixt in diesem Gebäude. Also Leute, macht euch auf eine harte Tour gefasst in diesem Gebäude. In den nächsten Parts von Pokémon Rot verpasst ihr auf keinen Fall. Es sei denn, es langweilt euch zu sehr. Also bis zum nächsten Mal und ciao.